Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video von Fortnite. Bevor wir jetzt aber gleich ins Gameplay jumpen, meine Freunde, die Server sind immer noch offline. Wir warten alle auf diese Wunderwaffe hier, meine Freunde, und zwar die Farmers, die jetzt in Fortnite alsbald reingepatcht werden sollte. Schauen wir uns jetzt erstmal die Patchnotes an, bevor wir jetzt gleich direkt ins Gameplay jumpen, meine Freunde. Der ganze Kroms hier oben interessiert uns erstmal nicht. Das hier ist diese Wunderwaffe, um die es geht. Eine wunderschöne Farmers, meine Freunde. Ein französisches Salvensturmgewehr. Und dieses wird tatsächlich jetzt einen Platz in Fortnite finden. Ich finde es auf jeden Fall echt interessant designt. Erinnert mich krank an CSGO und ich glaube, Jody Calusi wird gerade einen totalen Ausraster bekommen, weil die Farmers ihre absolute Lieblingswaffe ist. Scrollen wir mal nach unten, meine Freunde. Wir haben hier einen Quad-Launcher, der ist allerdings nur für Save the World. Ich fände es natürlich cool, wenn es so einen dreifachen oder vierfachen Granatwerfer halt auch geben würde, aber der unterscheidet sich eigentlich nicht so von dem Granatwerfer, den wir momentan haben. Bitte, Epic Games, bringt die Lenkrakete zurück. Bitte, bitte. Kommen wir mal ganz kurz nach unten, meine Freunde. Und zwar haben wir hier einmal die Added Legendary und Epic Burst Assault Rifle. Das ist die Farmers, über die wir eben gesprochen haben. Die macht 32 bis 33 Damage, Epic und Legendary. Also ist auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht. Pro Schuss ist das echt schon ziemlich, ziemlich stark, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, meine Freunde, haben wir jetzt wieder eine legendäre Waffe im Game. Und das ist neben der Scar auf jeden Fall jetzt das nächste Sturmgewehr, was es auf legendärer Stufe geben wird. Auf jeden Fall ganz interessant. Dann haben wir, meine Freunde, a new foraged item, die Apples, meine Freunde. Und zwar gibt es jetzt Äpfel an Bäumen, die wachsen. Consuming an apple will grant 5 health up to 100. Das heißt, man kann quasi an Bäumen einfach Äpfel pflücken und sich damit wieder auf 100 hochsnacken. Finde ich ganz cool. Die Frage ist natürlich, wie lange dauert es, so einen Apfel zu essen? Kann man diese Äpfel stacken? Muss man an den Baum gehen, die benutzen? Oder kann man sie wirklich aufheben? Oder ist man an einem Baum und man drückt E? Keine Ahnung. Finde ich aber eigentlich gar nicht so verkehrt. 5 health finde ich ein bisschen wenig. Es kommt ja darauf an, wie oft man diese finden kann. Gut, hier steht's. Can uncommonly be found around certain trees throughout the map. Ja, also scheinbar sind die Äpfel auch sehr rare. Das heißt, eigentlich ist das gar nicht so stark. Da könnte man meiner Meinung nach ein bisschen mehr Health für geben. Dann hat sich endlich, meine Freunde, die Submachine Gun, dieses kleine Missstück hier, die MP5, geändert und Damage wurde increased um 3. Das heißt, jetzt ist die 20, 21 und 22. Das ist schon eine Menge, Leute. Das ist eine Sache, die die Community schon seit Monaten gefordert hat und ich finde es echt geil, dass es die auf jeden Fall jetzt gibt. Ah, nice, Leute. Increased Damage Fall of Range. Das heißt, wir haben jetzt den Fall of bei 28 Meter, nicht mehr bei 24 Metern. Klar, jeder normale Mensch kann von 28 Metern runterfallen, ohne dass ihm etwas passiert. Wir haben endlich weniger Damage, meine Freunde. Wir haben endlich weniger Damage. Es geht auf jeden Fall voran und man stirbt auf jeden Fall nicht direkt, wenn man von einer kleinen Bordsteinkante runterfällt. Richtig, richtig nice. Die Schadensfalle, meine Freunde, hat Decreased Damage bekommen von 125, die ja theoretisch one-locken kann, auf 75 runter. Finde ich persönlich ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich habe es eigentlich immer gefeiert, dass wenn man durch eine Falle läuft, dass man damit jemanden instant knocken kann. 75 ist halt echt schon wack, muss ich ganz ehrlich sagen. Da macht es irgendwie keinen Sinn mehr, großartig Fallenkills am Ende einer Runde zu machen, es sei denn, man hat die Gegner halt schon angeschossen. Reset Time decreased from 6 to 5 seconds. Das heißt, die Falle ist quasi jetzt viel, viel eher einsatzbereit. Genau genommen eine Sekunde, meine Freunde. Dann haben wir noch Remove Delay between swapping to a grenade and the ability to aim it. Das heißt, wenn man jetzt quasi auf eine Granate wechselt, dann gab es immer so ein minimales Delay, dass man quasi diese Anzeige dieser Kurve nicht bekommen hat. Das wurde jetzt auch rausgepatcht. Das heißt, wir können jetzt direkt mit dieser Aim-Kurve die Granate werfen. So viel dazu, meine Freunde. Jetzt warten wir einfach mal gemeinsam gespannt, bis dann endlich der Server wieder online ist und dann jumpen wir direkt ins Game und testen mal die neue Waffe und natürlich auch direkt die Äpfel. Macht's gut, bis gleich. Tschüss. So, die Server sind endlich online. Wir rücken mal kurz den Greenscreen hier richtig und dann können wir auch direkt ins Game hinein starten. Wir können ja mal direkt gucken, ob wir die Waffe hier in der Lobby finden. Das ist eine Shotgun. Mal ganz kurz gucken, der Typ hier gerade am Double-Pumpen versuchen. So, okay. Wir jumpen runter nach Spandau, meine Freunde. Wir haben auch endlich neue Step-Sounds. Es gibt ein neues Layer für Steps. Holz hört sich jetzt eher Holzern an, Metall eher Metallern, Steinboden halt Steinern. Das heißt, wir haben jetzt endlich die Möglichkeit, wie bei CSGO und anderen Spielen auszumachen, wo ist der Gegner wirklich, auf welchem Untergrund steppt er gerade und vor allen Dingen, ist er über oder unter mir, meine Freunde. Das war ja lange Zeit nicht möglich, aber das ist jetzt endlich drin und das freut mich extrem, Leute. Wir rennen jetzt mal direkt hier unten rein, Leute. Hier ist eine Kiste, sehr schön. Okay, Zone ist im Eimer. Lass uns gucken, wo der Dude hier von hier drüben war. Da ist er, Leute. Da ist er. Er guckt gerade aus dem Fenster. Da ist er doch. So, der Boy ist down. Da vorne war aber noch jemand. Oh, nice, Digga. Den nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Das lassen wir hier. So. Komm schon, gib mir die neue Waffe. Nein. Okay, let's go. Bin richtig, richtig krank gespannt drauf. Hau rein, Brudi. Mach's gut. Sag mir bitte, dass du die neue Waffe hast. Hat er nicht. Ja, schade. Ich frage natürlich, auf wen hat er jetzt da hinten geaimt? Ach, den da oben, den Dude. Schade. Ich lasse mal ganz kurz hier den Chuck-Chuck liegen und gehe mal ganz kurz drauf. Was jetzt eine kluge Idee ist oder nicht, das werden wir gleich sehen. Gib mir die neue Waffe. Hat er die neue Waffe? Nein, natürlich hat er die neue Waffe nicht. Ah! Wieso denn nicht?
Gib sie mir doch bitte einfach. Ich will dir doch einfach nur spüren in meinen Händen. Bitte die neue Waffe her damit. Hallo. Ich sag's dir, Leute, das Video von mir kommt wahrscheinlich wieder viel zu spät. Und die Buddies haben ihr Video schon längst hochgeladen. Oh, Gottes Willen, Leute. Gottes Willen, da war aber ganz knapp, du. Da war aber ganz knapp, du. Nicht die neue Waffe, die wir brauchen, Leute. Und ich muss los und die Zone kommt. Herr Heidewitzka, Leute. Herr Heidewitzka. Und ich bin in der Zone. Flucht vor der Zone. Flucht vor der Zone. Uff, die Zone tut auf jeden Fall gerade ordentlich weh, Leute. Nicht zu knapp. Okay, wenn ich jetzt hier kein Mad-Stuff oder sowas finde, ey, ich muss noch weiterlaufen. Ich raste aus. Ich raste aus. Ein Automat. Was hast du für mich im Angebot? Ein Medkit. Komm. Gib mir das Medkit. Oh, Leute. Das war aber ziemlich, ziemlich lucky tatsächlich. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, Leute. Ich glaube, er hat die Waffe. Komm schon. Ein saftiger Headshot. Ein saftiger Headshot. Ach Gott, Leute. Ist das hier Hochexplosivmodus oder was? Oh, komm schon, Alter. Was ist denn mit euch? Jungs, ist euer Ernst? Ist doch nicht euer Ernst, Digga. Stehen da beide oben mit Raketenwerfern die ganze Zeit und sandwichen mich, Alter. Eine Ewigkeit später. Oh! Hast du gerade gesehen? Nein. Alter. Ich wollte mich stören. War ein sauberer Schuss. War ein geiler Kill. Junge, ich habe dem instant einen Headshot gegeben, dem alten Sack. Okay. Und wenn du jetzt stirbst, darf ich dir dann eine Backpfeife geben? Nein, darfst du nicht. Natürlich nicht. Aber wenn du einen killst, darfst du mir eine Back... Nein. Maschine! Mann, ich will diese neue Waffe haben, Alter. Ach, es gibt eine neue Waffe und ich finde sie nicht. Das ist mein 900. Game heute, Alter. Du musst an dich glauben, Revi. Es macht keinen Unterschied, ob ich an mich glaube. Komm schon, die neue Waffe. Ja. Nein, da ist sie nicht. Och, Mann. Kannst du da nicht mit Photoshop so eine Waffe... Ja, aber das bringt... Ich will sie ja testen, weißt du, was ich meine? Digga, willst du mal verrecken? Hä? Filmen! Digga! Wie viel AP hat der Hurensohn? Och Mann, ich hasse dieses Game so sehr. Das ist einfach nur noch Glück. Es ist einfach nur noch Glück und Unverschämtheit. Nein. Es hat nicht ganz gut geklappt. Er hat die Waffe leider nicht bekommen. Aber ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich glaube an dich. Ich nehme mal weiter, okay? Tschüss, Revi. 2000 Jahre später. Ich hab sie! Was? Ich hab sie! Yo! Okay, Leute. Ich hab sie endlich in der Hand, die neue Waffe. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's richtig ernst, Leute. Jetzt wird's richtig ernst. Ich sag's euch. Okay, wir brauchen dringend Mats und wir müssen krank weit laufen. Wahrscheinlich verrenke ich jetzt in die Zone. Aber ist egal, Leute. Ich werde diese Waffe wenigstens einmal abgeschossen haben. Oh, Baby, hörst du dich gut an? Oh ja, das hört sich richtig gut an. Das gefällt mir richtig gut. Hat ein bisschen was tatsächlich von der Scar und der Burst-Waffe eigentlich. Hat Thomas gerade auch schon gesagt, Leute. Ist eine ganz coole Mischung eigentlich. Der Typ ist gerade vor mir, nachdem ich ihm einmal mit der Shotgun in den Kopf geschossen habe, runtergefallen und gestorben. Hat mir dieses nette Ding dargelegt. Leute, das ist jetzt wirklich die 900. Runde, die ich jetzt versucht habe. Da hinten rechts ist ein Gegner. Ich will eigentlich jetzt so gut wie ich kann Feindkontakt vermeiden und dann auf Close Range am Ende damit ein paar Köpfe wegholen. Jetzt kommt natürlich die Zone halt mal wieder von hinten, Leute. Ihr wisst es. Achtung, Leute. Boah, die macht gut Damage. Die macht gut Damage, Leute. Die macht gut Damage. Komm schon. Boah, ist eine langsame Waffe. Nice, Mann. Ein Kill.
Okay, Leute. Zone ist nicht so weit weg. Das schaffen wir auf jeden Fall. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Irgendetwas, irgendetwas. Verbände. Ich nehm jeden Crap, den ihr habt. Natürlich nicht. Warum auch? Hier liegt sie nochmal. Akimbo, Leute. Wir spielen sie Akimbo. Wir spielen sie direkt doppelt. Wir spielen diese Waffe jetzt doppelt. Okay, vorne wird gekämpft. Da vorne wird gekämpft. Da können wir uns einmischen, Leute. Da mischen wir uns ein. Da mischen wir uns ein. Ist jetzt egal, wie es ausgeht. Ich habe meinen Kill mit dieser Waffe, Leute. Fazit dazu gibt's gleich. Nein! Ah, Junge, 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 Junge. Der Typ hat aber auch getryert bis zum geht nicht mehr. Ah, okay, Leute, also. Kurzes Feedback zu der Waffe. Ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist einfach echt eine Enttäuschung. Also ganz ehrlich, sie macht meiner Meinung nach viel zu wenig Damage und der Abstand der Intervalle ist viel zu groß und der Fakt, dass ich jetzt wirklich 2000 Spiele spielen musste, bis ich diese Waffe gefunden habe, Leute, grenzt an Wahnsinn. Das hätte Epic Games deutlich besser machen können, aber ich glaube, wenn man damit einen Headshot landet, kann sie wirklich krank OP sein. Das hätten wir eben eigentlich mal ausprobieren sollen. Schade, dass wir es gerade nicht gewonnen haben. Der Typ hat noch 12 AP, ist mir jetzt egal. Ich werde es kein weiteres Mal versuchen, Leute. Ich bin auf jeden Fall zufrieden jetzt damit. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin raus. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.